Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um die neuen Herausforderungen gehen, die wir in der 7. Woche in Fortnite bekommen werden. Die Herausforderungen werden morgen im Laufe des Tages erscheinen um 15 Uhr und um 15 Uhr kommen natürlich auch wieder pünktlich die Lösungen für die einzelnen Herausforderungen auf meinem Kanal. Also jetzt schon mal ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um definitiv beim ersten Upload am Start zu sein. Aber jetzt wollen wir auch mal direkt in das Video reinjumpen und ich erkläre euch die einzelnen Herausforderungen, die wir morgen bekommen werden. Und zwar fangen wir an mit der ersten Herausforderung, die wirklich sehr, sehr einfach ist, und zwar Search Chests at Spy Bases. Und zwar die Spy Bases kennen wir ja tatsächlich auch selbst und dort sollen wir sieben verschiedene Kisten öffnen und das war's dann auch schon mit der ersten Herausforderung. Dafür gibt es dann wieder 40.000 XP und ich muss sagen, entweder die gönnen halt richtig hart diese XP oder das ist normal, aber wie viel ist das? Das ist ja krank. Die zweite Herausforderung ist, deal damage to players with SMGs or pistols, also am besten mit Pistolen oder Maschinengewehren, also leichten Maschinengewehren. 400 Schaden machen ist wirklich, wirklich, wirklich einfach. Also im besten Falle nur 2 Kills und dann habt ihr das Ding auch schon fertig. Die nächste Herausforderung ist, wir sollen eine ungewöhnliche, eine seltene und ein episches Item markieren. Und das war's auch schon. Ja, tatsächlich markieren. Ihr kennt es ja, wenn ihr euren Freunden etwas zeigen möchtet und zeigen möchtet, wo die verschiedenen Waffen, Items oder Gegenstände sind, dann markiert ihr das Ganze und das sollt ihr auch in diesem Falle machen. Einmal eine ungewöhnliche, eine seltene und ein episches Item und dann habt ihr die Herausforderung schon fertig. Die nächste Herausforderung ist, collect 75 of each material within 60 seconds after landing from the battle bus. Also innerhalb den 60 Sekunden sollt ihr 75 Materialien von jeweils Stein, Holz und Metall sammeln. Auch wirklich einfach, also ich finde die Herausforderungen sind bis jetzt sehr, sehr einfach. Die kriegt man sehr, sehr gut hin und das kriegt ihr auch hin. Also 75, also das sind 2 Bäume vielleicht, dann 2 Steine und 2 Autos oder 3 Autos und das war's. 60 Sekunden habt ihr dafür Zeit und das kriegt ihr definitiv hin. Die nächste Herausforderung ist, hide in a creeping cardboard at the box factory. Und dazu lade ich euch morgen natürlich nochmal ein Video hoch, wo ihr diesen Ort finden könnt und wo ihr diese Herausforderung machen könnt. Die nächste Herausforderung ist, consume foraged items at Weeping Woods or the Orchard. Und diese Herausforderung werde ich euch natürlich morgen auch nochmal zeigen. Ihr sollt ein Item konsumieren, was in Weeping Woods oder die Orchard ist. Und ja, das kriegt ihr auch auf jeden Fall hin. Visit the Shark, Rapids Rest and Gorgeous Gorge. Dazu werde ich euch natürlich auch nochmal ein Video machen. Ihr kennt es ja, die verschiedenen Orte, die wir besuchen sollen innerhalb also in einer Runde oder sonst irgendwas. Die kommen mal sehr, sehr gut an bei euch und die werde ich natürlich morgen auch nochmal pünktlich um 15 Uhr hochladen. Escape a Vault using Secret Passage. Und ja, ihr kennt ja diese geheime Eingänge, die sollen wir sozusagen einmal benutzen und das war es dann auch schon für die Herausforderung. Und dann kommen wir direkt zur vorletzten, Visit Skies Coastal Campsites und das werde ich euch natürlich auch nochmal zeigen, also ein Lagerfeuer wahrscheinlich oder ein Camp, was man besuchen soll, was zum Sky Skin gehört. Und die letzte Herausforderung ist Pull a Player or a Henchman with a Harpoon Gun. Diese Harpunierer oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Zeug hieß. Auf jeden Fall kennt ihr diese Waffe, womit man Fische angeln kann. Also diese Harpune einfach. Damit sollen wir entweder einen Spieler oder einen Henchman angeln und das war es auch schon. Und dann haben wir auch schon direkt die Herausforderung fertig und können uns einen weiteren Stil von dieser Ski freischalten. Also komplett kostenlos. Ihr müsst natürlich den Battle Pass dafür haben, aber den hat ja eigentlich auch schon fast jeder. Wie hat euch das Video gefallen? Lasst doch mal gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code META-8 im Gegenstandshop eingeben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.